Warum eine Kooperation innerhalb der Beratungslandschaft für Gesundheitsberufe richtig viel Sinn macht und was das für Vorteile für den Arzt und Mediziner haben kann, darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen, den Geschäftsführern der MedAS Wirtschaftsberatungsgesellschaft GmbH und Co. Treuhand KG. Oh, ich hoffe, ich habe das schon mal richtig gesagt. Herrn Peter Breuer und Herrn Frank Thiem. Frank und Peter, schon mal ganz liebe Grüße zu euch nach Essen. Und jetzt erstmal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit praktischen Tipps. Wir behandeln aber auch Themen, die über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Talk gibt es wie immer auf der Internetseite www.businesstalk.online oder Sie schreiben einfach eine Mail an info@businesstalk.online. Ja, heute ist eine wirklich außergewöhnliche Folge. Nicht nur, dass wir zu dritt sind, das ist schon mal eine Premiere hier für mich, auch im Business Talk Podcast, sondern wir sind eigentlich im klassischen Sinne auch eher Konkurrenten oder Mitbewerber. Wir haben uns aber vor einiger Zeit mal getroffen, zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, macht doch viel mehr Sinn, dass wir miteinander arbeiten. Und deshalb ist diese Podcast-Folge heute entstanden. Also deshalb schon mal ganz lieben Dank an euch, dass ihr heute für mich hier in dem Podcast zur Verfügung steht. Bevor wir aber jetzt einsteigen, ich muss mir eben einen Zettel holen, möchte ich euch beide noch mal persönlich vorstellen. Ich fange mal mit dem Peter an. Herr Peter Breuer ist Experte im Bereich der Praxisabgabe und Übernahme. Er hat ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert, ist zertifizierter Sachverständiger für die Bewertung von Arzt-, Zahnarztpraxen und medizinischen Versorgungszentren und darüber auch im Handelsregister am Landgericht Essen eingetragen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der MedAS GmbH in Essen und freiberuflicher Medizinberater seit dem Jahr 2004. Frank Thiem ist Experte im Bereich der Praxisabgabe und Übernahme mit dem Schwerpunkt Vertrieb und Netzwerk. Seit 2001 in der Beratung von Medizinern tätig, seit 2015 geschäftsführender Gesellschafter ebenfalls der MedAS GmbH und seit 2017 Projektberater von medizinischen Einrichtungen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier mir zur Verfügung zu stehen und einfach mal darüber zu sprechen, wie wir im Gesundheitsbereich zusammen kooperieren und wie sich die Gesundheitsbranche aufstellt. Also nochmal herzlich willkommen zu euch, für euch und Grüße nach Essen. Guten Morgen. Bevor wir jetzt in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, nochmal aus euren Worten, wer seid ihr privat und beruflich, was macht ihr? Peter, vielleicht fängst du einfach mal an. Ja, mein Name ist Peter Breuer, ich bin 38 Jahre alt oder jung, bin seit 2004 als freiberuflicher Berater im Gesundheitswesen unterwegs. Wir haben zu Hause zwei sehr lebendige Jungs, die uns natürlich immer auf Trab halten. Wenn dann noch Zeit bleibt neben Job und der Familie, geht es sportlich Richtung Fußball und neuerdings auch Tennis. Das ist natürlich noch nicht mit so großem Erfolg, aber wir arbeiten dran. Vielleicht noch was ganz Interessantes, den Kollegen Thiem, der sich gleich noch vorstellt, den kenne ich seit Kindesbeinen quasi an. Also wir sind meine Frau sagt immer wie ein altes Ehepaar, das merkt man vielleicht auch gleich im weiteren Verlauf. Und wir freuen uns tatsächlich sehr, also wir sind vom Grund auf Teamplayer, deswegen finden wir das sehr cool, dass wir hier quasi uns zusammentun können und was auf die Beine stellen können, einfach mal Erfahrungen austauschen können, gucken, wo wir zusammen was umsetzen können. Das ist, wird sich nachher auch wie ein roter Faden sicherlich durchziehen, auch unser, Erfolgsgeheimnis. Und wir freuen uns, dass wir bei dem quasi neuen Medium dabei sein können. Sehr schön. Vielen Dank. Frank, willst du weitermachen? Sehr gern. Frank Thiem, 41 Jahre alt, lebe in Waltrop, arbeite in Essen und bin ein ganz klassisches Kind des Ruhrgebiets. Habe mir also auf den Ascheplätzen dieser Welt meine Knie und meine Oberschenkel blutig gegrätscht. Habe dann auch irgendwann angefangen zu arbeiten, bin über die Medienbranche des Medienhauses Lensing Richtung Vereinte Allianz gekommen, in den Vertrieb Schwerpunkt Mediziner. Und habe im Grunde genommen durchgehend Schwerpunkt in der Medizinerberatung gehabt. Bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder, 3 und die große Tochter wird am Freitag 5. Dann weiß man als Familienpapa, dass man schon einen großen Teil seiner Zeit weg hat. Ich pilgere seit 25 Jahren ins Westfalenstadion, im Moment sehr erfolgreich. Aber ich habe auch ziemlich schlechte Phasen mitgemacht. Aber im Alter wird man auch ruhiger. Spiele aktiv noch Fußball bei den alten Herren einmal die Woche und
kurbele dann auch die Ibuprofen-Umsatzgeschichte am Freitag spätestens wieder an. Und bin mit Herrn Breuer in den Tennissport gerutscht, weil mir gesagt worden ist, dass man das länger als Fußball spielen kann. Und probiere jetzt meine Ballfertigkeit so ein bisschen im Surf and Volley auszuleben. Ja, beruflich, wie Peter das gerade gesagt hat, ich glaube, wenn man so sportaffin ist, wissen wir, dass eine erfolgreiche Mannschaft nur mit viel Disziplin, Zusammengehörigkeit und vor allen Dingen als Teamplayer funktioniert. Wir haben Olli Kahn nie als Mittelstürmer irgendwo begeisternd sehen dürfen, weil er im Grunde genommen seine Rolle gespielt hat. Und ich bin tatsächlich bei der MEDAS, aber auch im anderen Umfeld, in vielen Projekten, brutaler Netzwerker. Also ich kontaktiere oder habe Kontakt gefühlt täglich mit 40, 50 Menschen aus der Gesundheitsbranche per E-Mail, per SMS, per Telefon, um Menschen zu verbinden. Das macht mir große Freude, das macht mir Spaß. Für mich ist das übrigens auch, viele sagen das immer so, ich mache das wirklich gerne. Für mich ist das nicht zwingend Arbeit, sondern ich liebe meinen Job dafür, ich liebe den jeden Tag. Und ich glaube, wenn man gesetzliche Rahmenbedingungen sich anguckt und dann diese Mediziner als Menschen auch gewinnt, als Persönlichkeit, als Mensch, macht es sehr, sehr viel Spaß, in diesen Projekten zusammenzuarbeiten. Und du hast das gerade so schön gesagt, Konkurrenten, ja, kann man bestimmt sein, aber ganz ehrlich, wenn man zusammenarbeitet, wird man wahrscheinlich, wenn man 2 Schritte zurückgeht, 5 Schritte nach vorne gehen. Und deswegen fand ich das Projekt Business Doc Online höchst interessant und möchte als First Mover auch in den ersten Schritten dabei sein. Ja, sehr schön. Also man könnte jetzt ganz viele Learnings schon mal da rausnehmen, was ihr jetzt alles gerade schon zusammengefasst habt. Teamplayer, Zusammenarbeit, Kooperationen und so weiter. Also ihr seid ja auch als Unternehmer unterwegs und das interessiert mich im ersten Moment jetzt nochmal sehr. Also so, ihr habt sowohl unternehmerische Qualitäten, Fähigkeiten, weil ihr auch ein, wie ich immer sage, Proof of Concept habt. Also ihr seid beide sehr lange schon dem dabei, was ihr tut. Ihr habt aber auch Familie und ihr macht Sport. Ist das ein Ausgleich, den man braucht als Unternehmer? Frank, was meinst du? Also mal ganz krass gesprochen behaupte ich, dass wir in unserem Job, so wie wir ihn tätigen, maximal 8 bis 9 Stunden Vollgas geben können. Mhm. Und in der anderen Zeit sollte man sich genau den Dingen widmen, immer, und das ist meine Maxime, zu 100%. Also mal kurz gesprochen, wenn ich halt im Büro bin, wenn ich Termine habe, dann ist halt der Sport und mein Privatleben und auch meine Familie ganz bewusst hinten an. Wenn ich aber bei meiner Familie bin oder wenn ich beim Sport bin, dann ist der Job halt auch an allerletzter Stelle. Und diese Konzentration erlaubt es mir, ein echt erfülltes Leben zu führen. Und ich glaube halt, dass dieses Modewort, was ja alle nicht mehr so gerne hören, Work-Life-Balance, ich tatsächlich jeden Tag lebe. Mal mehr, mal weniger, das weiß man selber. Aber ein Tag Auszeit zwischendurch tut auch mal gut. Ja. Frank, wie ist das, Peter, wie ist das bei dir bezogen jetzt auf Familie? Ist das so ein bisschen ein Anker, den man auch hat, um eben abzuschalten vom Job? Unbedingt, ja. Und da ist es für ein Unternehmer auch sehr wichtig, von zu Hause die Unterstützung zu haben. Also wenn man durchaus mal hat, ja, sehr unregelmäßige Arbeitszeiten, was man vielleicht von einem typischen Angestellten kennt, wobei sich das ja auch zunehmend wandelt, von zu Hause ist natürlich sehr wichtig, dass die Familie da Verständnis für hat, da mitmacht. Und das ist für jeden Unternehmer wichtig, ob das jetzt ein Arzt in der Freiberuflichkeit ist oder ob wir das als freiberufliche Berater sind. Die Unterstützung von zu Hause ist sehr wichtig. Und wenn man dann zu Hause ist, tatsächlich ist das ein Riesenausgleich, sowohl Familie als wenn dann noch Zeit für Sport bleibt. Das tut auf jeden Fall gut, ist sehr wichtig, ja. Kann man aus eurer Sicht denn das Unternehmertum lernen oder braucht man dafür auch eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Begabung, also Begabung im Sinne von, es geht ja oft los mit Arbeitszeiten, die ich selber einteilen muss, das ist vielleicht in der Arztpraxis noch ein bisschen anders oder im Ärztebereich noch ein bisschen anders, weil ich eben Öffnungszeiten vorgeben muss. Trotzdem muss ich mich ja, ja wahrscheinlich auch täglich überwinden, viele Dinge neu zu tun. Ich habe in der letzten Woche ein Gespräch geführt mit einer Ärztin, die gerade niedergelassen ist, zum 1.4., die mir gesagt hat, Mensch, ich fühle mich im Moment in der Praxis, die ich übernommen habe, noch gar nicht so richtig zu Hause, ist gar nicht so richtig meine Praxis. Also, weil die Mitarbeiter sind seit 20 Jahren da, ich habe die Stühle nicht ausgetauscht, ich habe hier wenig verändert in der Praxis, der alte Arzt ist eben auch noch da, weil sie noch kooperieren und zusammenarbeiten. Wie werde ich zum Unternehmer aus eurer Sicht? Jetzt einfach mal, wenn man euren Weg beschreitet, ihr habt ja unterschiedliche Laufbahnen auch hinter euch. Frank, willst du anfangen? Also ich finde es ganz spannend. Ich bin Unternehmer geworden, weil ich schon in der Anstellung immer mehr geben wollte, als eigentlich die Arbeitszeit oder vielleicht der Inhalt das vorgeschrieben hat. Mhm.
Und ich fand dieses Vergleichen oder dieses Stift fallen lassen hat mich in ganz jungen Jahren schon so geprägt, dass mich das immer nicht tangiert hat und mich hat das aber hinterher geärgert. Also es wurde so eine Art Faust in der Tasche. Mhm. Und ich glaube, Unternehmer ist man vielleicht in seinem Inneren. Man kann das bestimmt nach oben und unten fahren. Ich will das aber nie als Wertung sehen, weil ich glaube, es gibt auch ganz, ganz, ganz hervorragende, fantastische Angestellte. Mhm. Das ist ja, wenn man jetzt mal den Weg zu unserem Job nimmt, ja auch wichtig, dass man den Menschen, den Arzt mal an die Hand nimmt und wir auch bestimmt 2-3 Mal im Jahr einem Menschen, der sich niederlassen möchte, abraten, weil er vielleicht nicht diesen Unternehmergeist hat, oder aber ihm sagen, dann musst du dir halt professionelle Hilfe holen, was dann im Grunde genommen, ich sag mal, in deine Planung vom ersten Tag an mit rein muss. Und das ist, glaube ich, das Ding, dass ich glaube, man Unternehmer werden kann, aber dieses Freischwimmen in den ersten 12 Monaten, 24 Monaten ist für mich brutale Normalität. Also ist letztendlich das Unternehmerwerden auch eine Menge Arbeit. Also man sagt ja, Erfolg ist kein Glück, ne, sondern Erfolg ist auch irgendwie ein Weg und bedeutet eben auch harte Arbeit. Frank, wie hast du das erlebt? Ne, Peter, Entschuldigung, Peter war gerade kurz weg, deshalb... Ja. Hat sich kurz verabschiedet, ist aber jetzt wiedergekommen, freue mich sehr. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Jetzt einmal vielleicht aus eigener Erfahrung heraus, aber auch aus den Ärzten, die du schon begleitet hast. Ist tatsächlich sehr unterschiedlich, warum man sich zutraut, Unternehmer zu werden oder überhaupt Unternehmer wird. Das ist eine Frage, die man auf jeden Fall stellen sollte. Bei uns in der Familie wurde das schon immer vorgelebt, deswegen war der Schritt für mich relativ klar, dass ich auch freiberuflich tätig sein möchte. In der Beratungspraxis mit Ärzten erleben wir da verschiedene Gründe. Der schwächste ist natürlich, ich möchte nicht mehr ins Krankenhaus und keine Dienste machen. Das macht einen in unseren Augen noch nicht zu einem typischen Unternehmer, sondern da gehören viele andere Dinge dazu, dass man in der Lage ist, seine Stärken zu identifizieren, dass man die kennt, dass man die auch ausbauen kann. Umgekehrt auch, dass man seine Schwächen natürlich erkennt, dass man sich immer wieder hinterfragt, ist das, was ich da tue, noch für ein Unternehmertum überhaupt geeignet, also sich ständig selber hinterfragen, ob das, was da täglich passiert, auch nachhaltig ist. Das gehört dazu und das sind ganz verschiedene Merkmale, die ein Unternehmer ausmachen und wo auch jeder seine Stärken hat. Und genauso ist natürlich auch wichtig, dass man sich an einigen Stellen auch Hilfe holt, dass man jemanden hat, mit dem man sich, der einem auch Feedback gibt, also wo man auch eine Bestätigung bekommt, dass das, was man da tut, sicherlich ein vernünftiger Weg ist und dass man in der Lage ist, sich ständig auf neue und wechselnde Situationen einzustellen. Gerade im Gesundheitsmarkt ist das sicherlich ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht schon mal ein schöner Übergang, schöne Überleitung zu der nächsten Frage oder zum nächsten Themenblock. Ich würde gerne mal mit euch über das Thema Veränderung im Gesundheitsmarkt sprechen, aus eurer Sicht so in den letzten Jahren. Wir erleben ja da in der Beratung immer auch eine neue Herausforderung, also auch für uns, aber eben auch für die Branche Arzt, Mediziner im Allgemeinen. Also das geht ja nicht nur darum, dass vieles aufgelockerter geworden ist und vielleicht dazu führen könnte, dass wir eigentlich mehr Ärzte in die Niederlassung bringen müssen. Die Tendenz ist ja aber eher rückläufig. Woran liegt das aus eurer Sicht? Peter, willst du mal einsteigen? Ja, auch da verschiedene Gründe. Wenn man die Generation jetzt der Ärzte nimmt, die jetzt so 60 plus ist, die sind oftmals in Praxen eingestiegen und haben teilweise Wochenstunden, 60 bis 80, teilweise 100 Wochenstunden abgerissen. Das ist so in unserer Generation sowohl von den Frauen als auch von den Männern einfach nicht mehr gewünscht, diesen Großteil da zu erledigen. Dann ist die Bürokratie, gefühlt zumindest, hat das etwas überhand genommen. Die Personalführung, auch das sind herausfordernde Dinge. Also auch die nicht ärztlichen Mitarbeiter haben natürlich ein Interesse daran, ein ausgewogenes Leben zu führen. Das sind alles so Punkte, die vielleicht abschrecken können, dass man sagt, okay, ich möchte gern um 16, 17 Uhr zu Hause sein. Ich möchte noch was von meiner Familie, ich möchte was von meinem Leben haben. Und das ist vermeintlich dann nicht mit einer Freiberuflichkeit zu kombinieren. Und daran gilt es natürlich zu arbeiten, also einer massiven Unterstützung, dass das genau eben mit einer Freiberuflichkeit vereinbar ist. Mhm. Frank, willst du was ergänzen? Ich finde halt, gerade in diesem Gesundheitsmarkt ist in den letzten 4 Jahren ja sehr, sehr viele neue Spieler sind dazugekommen. Ich glaube, früher war es so, man hatte den stationären Bereich, man hatte den ambulanten Bereich und das war's. Also alter Mediziner hat einen neuen oder jungen Facharzt abgegeben und dann war es gut und der hat eigentlich das Gleiche weitergeführt. Wenn man sich heute die ganzen Zusammenschlüsse mal anschaut, die MVZs,
wer alles Gründungen von MVZ machen kann, warum die das machen, was der Hintergrund davon ist, dann wird, glaube ich, dieser Gesundheitsmarkt immer betriebswirtschaftlicher. Und ich habe auf einer Fortbildung vor 7, 8 Jahren mal gehört, dass wenn der Gesundheitsmarkt eine Aktie wäre, dann wäre das die Aktie in den nächsten 30 Jahren mit der meisten Musik, weil alle wollen mitspielen. Es gibt den Pflegebereich, es gibt, ich sag mal, den kompletten Produktbereich im Arztdasein. Und dort kommen immer mehr Investoren rein, es wird immer wirtschaftlicher. Und das überträgt sich natürlich auch. Und wenn man dann, ich sag mal, so eine Entwicklung sieht, wie Peter das sagt, und wie du es auch sagst, dass es halt schwierig ist, diesen ganzen administrativen Teil zu bewältigen, muss man halt im Grunde genommen schaffen, gemeinsam mit dem Arzt, und das ist so meine Hauptaufgabe, als Moderator und als Wegbegleiter rauszufinden, wo seine perfekte Stelle ist. Nehme ich jetzt mal wieder das Fußballbild, dann kann es halt sein, dass jemand mit 19 Jahren ein fantastischer Rechtsaußen ist und vielleicht 5 Jahre später ein überragender Rechtsverteidiger. Mhm. Und ich glaube, diese Entwicklung ist vergleichbar mit einem Arzt. Und man muss im Grunde genommen die Mitte zwischen ambulant und stationär und auch diese Moderation Step by Step immer mehr übernehmen. Jetzt ist ja nicht immer alles nur schwarz oder weiß, also bezogen jetzt auf, wir machen nur ambulant oder nur stationär. Gerade wenn wir mal uns die Versorgungssituation angucken, das ist ja eine Situation, die in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger geworden ist, gerade in ländlichen Gebieten auch. Da sollte es ja vielleicht mehr, ich sage jetzt mal, zum Schulterschluss kommen, zu sagen, wie können ambulante, stationäre Versorgungseinrichtungen auch zusammenarbeiten? Wie können wir dafür sorgen, dass das vielleicht auch passiert? Also Lücken schließen. Jetzt weiß ich, seid ihr sehr speziell unterwegs. Ihr guckt ja auch weit über den Tellerrand hinaus, was ich sehr, sehr schön finde. Frank, du hast das schon gesagt, du bist ein großer Netzwerker, versuchst Dinge, Menschen miteinander zu verbinden, Projekte miteinander zu verbinden. Ich habe noch mal ein bisschen geguckt auf eurer Internetseite, aber es gibt ja auch Projekte, die ihr begleitet, die diese Strukturen aufweichen wollen. Und mal so ein bisschen, so habe ich zumindest das Gefühl, um auch mal ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, Offenheit, Zuversicht für diesen Bereich zu gewinnen und auch zu sehen, Mensch, so schlimm ist das alles gar nicht, was da auf uns zukommt. Ich habe jetzt gerade dieses PIT-Projekt im Kopf, das ja wirklich sehr schön ist und was im Grunde ja sehr regional ist und damit auch wieder eine Einheit für einen Arzt bedeutet, den er vielleicht überschauen kann und es für ihn dann einfacher wird zu überlegen, wie bringe ich mich selber und mein Know-how, meine Expertise in die ambulante Versorgung ein. Könnt ihr darüber was sagen, über dieses PIT-Projekt? Wie entwickelt sich das und worum geht es dabei? Ich glaube, dass es ganz interessant ist. Am heutigen Nachmittag fahren Herr Breuer und ich um 12 Uhr tatsächlich für dieses PIT-Projekt an einem Standort, das ist Emmerich. Mhm. Für jeden, der das so ein bisschen weiß, Niederrhein Richtung Holland. Also wenn man feste schießen kann, dann kann man den Ball auch bis nach Holland schießen, irgendwo in dem Bereich. Und dort gibt es 5 Krankenhäuser in Kalka, in Goch, in Kleve, in Emmerich, in Kevela, die im Grunde genommen alle ihre Daseinsberechtigung haben, aber die haben natürlich große Probleme, Ambulanz und so weiter dort weiter aufrechtzuerhalten. Und wir sind heute Nachmittag tatsächlich mit einer großen psychosomatischen Klinik, die sich in diesem PIT-Projekt integriert in Emmerich. Das wird ganz, ganz neu an dem alten Kaserngelände entstehen. Das ist auch schon mitten im Bau. Da kümmern wir uns halt tatsächlich jetzt um die aktive Moderation der Verwaltungsdirektoren, der ambulanten niedergelassenen Ärzte in einer Verbindung mit einem tollen Chefarzt, der uns dort unterstützt. Darf ich da kurz rein? Also das heißt, ihr seid dafür verantwortlich, die Menschen und die Bereiche da dort zusammenzuführen. Also auch die Strukturen, genau, die jetzt schon da sind, zusammenzuführen. Ja. Okay. Mhm. Genau, die Strukturen sind da. Wir müssen jetzt im Grunde genommen gucken, dass jeder da bleibt, aber dass als Oberbegriff diese Region bestmöglich versorgt bleibt. Mhm. Das ist ja auch ein großes Ziel, dass die Menschen ja manchmal diese Urbanisierung haben, in die Städte reinrennen, dann wieder aus den Städten rausgehen. Mhm. Wenn ich aber später, ich sag mal, eine ältere Person bin, dann möchte ich natürlich trotzdem einen Hausarzt haben, einen Facharzt haben, um nicht vielleicht 100, 200 Kilometer zu fahren. Mhm. Und das ist das, was wir gerade in Emmerich im Kreis Kleve in einer besonderen Situation seit 3, 4 Monaten sehr, sehr intensiv moderieren. Und wir haben ganz, ganz, ganz tolle Erfolge. Also wahrscheinlich könnten wir uns nächstes Jahr um die Zeit wieder hinsetzen und könnten uns schon im PIT Emmerich treffen, um tatsächlich dort auch durchzugehen und diese Idee, die nicht alleine von uns ist, wo wir nur einen kleinen Part spielen, wieder als Teamwork zu bewältigen. Mhm.
Peter, für alle die jetzt nicht hier aus dem Ruhrgebiet sind und dem da die Begrifflichkeit PÜT vielleicht nicht ganz so geläufig ist, vielleicht kannst du noch mal zwei Sätze zu diesem Projekt sagen. Was steckt hinter dem Begriff PÜT? Also PÜT ist grundsätzlich ein Quartiersgedanke. Übersetzt heißt das in der jetzigen Form PÜT, Partner unter einem Dach. Ist natürlich abgeleitet von der Bergbautradition, wo man sehr viel Wert gelegt hat auf den Zusammenhalt im Quartier, auf eine gemeinsame Gestaltung. Da hat man gegenseitig aufeinander aufgepasst. Und genau diesen Gedanken möchte man eben mit dem PÜT-Konzept, so wie das steht, wieder, ich sag mal, auch in die ländlichen Regionen, also in nicht ganz so oder vermeintlich nicht ganz so gute Regionen hineintragen. Dazu ist natürlich wichtig, dass man auch alle mitnimmt. Also das sind die dort tätigen Ärzte, das sind die potenziellen Ärzte, die dort vielleicht mal tätig sein können. Das sind diverse andere Gesundheitsdienstleister wie Pflege, wie vielleicht auch so Dinge wie Blumengeschäfte, Einzelhandel. Das sind natürlich die Politiker vor Ort, das sind die Krankenkassen und vor allen Dingen natürlich auch die Patienten. Also es geht einfach darum, dass man da wieder ein Miteinander entwickelt und dass man da gegenseitig wieder einfach mehr auf sich aufpasst. Und deswegen ist dieser Gedanke, der ist nicht nur romantisch, sondern der ist auch, wie wir das jetzt auch an verschiedenen Standorten sehen, auch prima umzusetzen und stößt auch auf ganz viele offene Ohren. Und das macht auch tatsächlich mal richtig Freude, auch gestalterisch tätig zu sein. Mhm. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und wenn diese einzelnen Projekte dann stehen, in Dortmund steht schon quasi ein kleiner PÜT, dann lohnt sich das für jeden sicherlich auch mal dahin zu fahren, das auch mal anzufassen, auch mal zu erleben. Das ist wirklich eine super Story. Das heißt, hinfahren, anfassen, schauen, das heißt, das ist wirklich ein, ich nenne es jetzt mal abgeschlossenes Gebiet, das ist ein Bereich, wo man sagen kann, da kann ich mich aufhalten. Du hast gerade gesagt, gibt es eine Cafeteria, vielleicht einen Blumenladen, wie auch immer. Das heißt, da kommt man auch zusammen. Das ist auch wie so ein, ich nenne es jetzt mal Hort der Gemeinschaft. Ist das so? Ja, das, genau. Das ist auf jeden Fall so gedacht. Ja, das ist das Ziel, dass einfach die Menschen da untereinander wieder mehr auf sich aufpassen, zusammenkommen. Genau das ist das Ziel. Ja. Mhm. Frank, du wolltest du noch was ergänzen? Ja, ich finde das Spannende, in so einem Ort wie Emmerich und so weiter, kann man sich ja vorstellen, du bist auch in der Arztberatung da. Warum sollte jetzt ein junger Kollege aus Essen, Düsseldorf oder Bochum genau sagen, ich nehme eine Hausarztpraxis in Emmerich? Und das ist halt immer das, dass man halt ein tolles Arbeitsumfeld bieten kann in der Zusammenarbeit mit Pflege, in neuen Räumlichkeiten, in Zusammenarbeit mit einer Klinik und so weiter und so fort. Und das ist das, was man natürlich dann als Story braucht, um genau das erfolgreich nach vorne zu bringen. Nimmt das vielleicht auch so ein bisschen die Sorge vor dem, es gibt ja sehr viele, oder anders noch, fangen wir mal von vorne an. Die Tendenz im Augenblick geht ja im Grunde zur Gemeinschaft. Also Gemeinschaftspraxis, immer größer werdende Praxen, Kooperationen auch von Ärzten, was ja grundsätzlich sehr gut ist, nicht nur unter dem Kostenaspekt, sondern auch unter dem Aspekt der Gemeinschaft, der besseren Patientenversorgung und so weiter. Aber kann so ein Projekt wie dieses beispielhafte PÜT-Projekt vielleicht auch dafür sorgen, dass dem einzelnen Arzt, der doch lieber gerne erstmal in die Einzelpraxis will, trotzdem eine Art Gemeinschaft geboten wird, in der er sich wohlfühlt, in der er sich aufgehoben fühlt, in der er vielleicht auch Fragen stellen kann, gegebenenfalls auch mit Experten, so wie euch, sprechen kann? Steht ihr denen zur Verfügung? Genau, das ist der Gedankengang. Also genau das ist der Hintergrund dieses PÜTs, eine saubere, tolle Mieterstruktur zu haben, dort eine sehr, sehr gute Kommunikation zu pflegen, nach innen die Kommunikation, also zwischen den einzelnen Partnern, aber auch nach außen. Das heißt, dass man gemeinsam auftritt, dass man gemeinsam mit dem stationären Bereich, mit der Pflege, mit den Ambulanten und so weiter praktisch diesen Gedanken lebt. Mhm. Das funktioniert in Dortmund wirklich hervorragend schon seit mehreren Jahren. Und aktuell sind es halt 3 PÜT-Projekte in Hagen, am alten Brandgelände, in Emmerich und in Bergkamen. Mhm. Und alle 3 sind tatsächlich mittlerweile so weit, dass wir viele, viele Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen dafür begeistern können und sie einfach sehen, dort entsteht etwas anderes, etwas Neues. Und ich muss immer schmunzeln. Ich glaube, ja, der Trend geht zu Gemeinschaftspraxen, aber wir kriegen auch immer, immer mehr mit, dass die Menschen sagen, ach, ich würde aber eventuell auch gerne in meiner Einzelpraxis bleiben, brauche halt nur den einen oder anderen Sparringspartner, um mich immer mal spiegeln zu können. Ja. Finde ich sehr schön, dass du das nochmal sagst, weil es geht ja wirklich darum, auch nochmal Mut zu machen, zum Thema Niederlassung in die Praxis zu gehen und nicht immer nur darauf zu hoffen, dass irgendjemand nochmal aus einer Gemeinschaftspraxis oder aus einer großen Berufsausübungsgemeinschaft aussteigt, damit ich da einsteigen kann, sondern wirklich auch den Mut zu haben, in diese Projekte zu gehen. Ich würde ganz gerne nochmal auf uns, auf diese Beraterebene kommen. Was müssen wir denn dafür tun, dass dieses Thema Gesundheitswesen und Branche
sich weiterentwickelt. Müssen wir uns auch weiterentwickeln? Also ich sage mal, der klassische Arztberater aus der Vergangenheit, der hat die Niederlassung begleitet, der hat vielleicht eine Finanzierung gemacht, der hat ein paar Versicherungen abgeschlossen. Das, was ihr so macht, was wir machen, was ich mit dem Projekt auch mache, geht ja über die Grenzen hinaus. Also warum ist das wichtig? Muss man heute wirklich über den Tellerrand hinaus beraten? Muss man, damit man es ganzheitlich macht und eben auch so wie, wir nehmen jetzt nochmal beispielhaft das PIP-Projekt, damit man auch dem Gegenüber, also dem Arzt, dem Mediziner oder dem Krankenhaus vermitteln kann, wir haben auch das große Ganze im Auge. Muss man in diesem Bereich unterwegs sein? Peter, was meinst du? Unbedingt. Genau das ist das Ziel, dass man sich als Berater tatsächlich vor allen Dingen hinterfragt, ist das, was ich anbieten kann an Dienstleistungen, noch das, was der Markt gerade braucht, was wichtig ist. Und da gilt es immer wieder zu fragen, was kann ich da tun, wo kann ich mich fortbilden? Also das ist tatsächlich so, dass man sich jeden Tag, jede Stunde, dass man die Augen und Ohren offen halten muss, dass man vor allen Dingen auch den ganzen Beteiligten an so einem Projekt zuhört, dass man Interessen ausgleichen kann. Die liegen meist viel tiefer als das, was man da ausdrückt. Also man muss viel zwischen den Zeilen lesen können. Der Frank hat es vorhin schon gesagt, es ist tatsächlich eine Moderation, die funktioniert dann gut, wenn man seine Gegenüber ernst nimmt. Und fachlich sollte man natürlich das große Ganze im Blick haben. Dazu bedarf es auch da wieder bei uns. Man kann auf gar keinen Fall alles wissen. Das muss man auch nicht. Und deswegen ist so ein Austausch zwischen uns sehr, sehr wichtig. Das ist wichtig, dass man auch andere Partner mit reinnimmt, die sich in verschiedenen anderen Bereichen auskennen, die sich da auskennen. Von daher ist die ständige Weiterbildung natürlich wichtig. Da ist auch die Erweiterung des Netzwerks unglaublich wichtig. Und so kann da auch ein vernünftiges und großes Ganzes entstehen und auch weiterentwickelt werden. Also wenn diese Projekte stehen, dann gilt es natürlich auch, diese entsprechend weiterzuentwickeln, eine dauerhafte Moderation dazu haben, weil es immer ein Zusammenwirken zwischen Menschen ist. Und da ist super wichtig, die einzelnen Partner ernst zu nehmen, zuzuhören und auch mögliche Lösungen dann zu entwickeln. Mhm. Weil du könntest ja zum Beispiel auch sagen, du bist Sachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger für Praxisgutachten. Du könntest ja jetzt auch sagen, ach, das mache ich jetzt, das ist ein schöner Job, ich kriege immer mal wieder ein paar Aufträge und stehe da zur Verfügung, positioniere mich, das war's. Könntest du ja machen, machst du aber nicht. Ja, genau. Du bist mit deiner Firma in ganz anderen Bereichen unterwegs. Du nimmst dir Zeit, du entwickelst Projekte mit. Es ist ja ein ganz neuer Weg auch für den Beratungsansatz. Kommt das aus dir? Also ist das dein Anspruch? Ich würde mal sagen, das ist... Entschuldige, ist das vielleicht sogar der Unterschied zu anderen, die eben das nicht tun? Zu anderen, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Es ist tatsächlich unser Anspruch. Also ich, wie wir ja gesagt haben, sind Teamplayer. Man hört von vielen, wie auch jetzt von dir, mit diesem Medium hier, man hört einfach, oder mit dieser Idee, man hört einfach viele tolle neue Dinge. Da sind wir sehr interessiert dran, das da auch mitzugehen, damit auch der Kopf nicht einschläft. Das ist tatsächlich gerade von Frank und mir auch eine Motivation, die von innen kommt. Und wir wollen einfach was bewegen. Wir wollen experimentieren. Wir wollen nicht nur unsere Beratung, wie du es vorhin gesagt hast. Man könnte ja mit seinem Fachwissen einfach durch die Gegend laufen, das verkaufen. Gehört auch dazu, klar. Wichtig ist uns aber, dass wir mitgestalten können. Und das macht uns viel Freude. Da nehmen wir auch verschiedene Berater an bestimmten Stellen mit, die auch sagen, das ist auch berechtigt, die sagen, ich kann genau den Bereich, also ich kann zum Beispiel den Versicherungsbereich, den kann er auch weitermachen, das unterstützen wir dann auch, dass wir sagen, okay, du machst eben deinen Bereich, kannst aber deinen Kunden einfach nochmal was Neues anbieten. Und deswegen funktioniert auch die gemeinsame Zusammenarbeit da sehr gut. Ja. Frank, aus deiner Sicht? Ich finde halt tatsächlich spannend, dass mich das so antreibt, dass ich heute schon große Angst davor habe, was ich in 5 Jahren mache. Weil ich mir jetzt schon sicher bin, dass ich in der Schule mal als Zappel-Philipp vielleicht genannt worden bin. Und das hat sich in das Berufsleben hinterher übertragen. Also ich finde, und das ist immer so eine Plattitüde, Stillstand ist Rückschritt, lebe ich jeden Tag. Mir macht es einfach Spaß, neue Dinge zu sehen, neue Dinge zu erleben, Projekte zu haben. Ich akzeptiere und respektiere jeden, aber wir merken das ganz brutal in unserer Branche, dass sich aus dieser Nische Praxisabgabe, Übernahme immer mehr Altberater auch rausziehen. Mhm. Und das ist bei großen Vertrieben so, das ist bei Banken so. Dann gibt es wieder verschiedene Banken, die neue Ideen haben, mit denen wir dann auch gemeinsam probieren, Bank und uns noch näher zu verbinden. Mhm.
Da gibt es ein, zwei echt tolle Beispiele. Man wird viele, viele Fehler machen. Ich finde die brutalst wichtig, diese Fehler zu machen, weil davon profitieren die nächsten 20 Jahre dann 100 andere. Mhm. Man muss aber halt in der Kommunikation wirklich immer komplett offen alle Karten auf den Tisch legen. Dann wird man für die meisten Moderationen auch einfach tolle Lösungen finden. Mhm. Und das ist zum Beispiel, du hast das gerade schön angesprochen, auch unter Konkurrenten so. Ich glaube, dieses Beflügeln, dieses nach vorne bringen, der Markt ist so riesengroß. Wir könnten wahrscheinlich in Deutschland 100.000 Berater für den Arztbereich haben, aber gefühlt, ich nehme mal NRW, würde ich sagen, kenne ich 20, 25, die ich persönlich kenne, mhm. die das wirklich mit Herzblut machen. Und alles, was ich mit Herzblut mache, mache ich halt auch intensiv und erfolgreich. Ja, also ich finde auch dieses Thema, früher war das immer gerade so zu Kriegszeiten sehr negativ belegt, das Thema Kollaboration, also innerhalb eines Fachgebiets auch mal zusammenzuarbeiten und über den Tellerrand hinaus zu gucken, denn du hast absolut recht oder ihr habt absolut recht, wir können sowieso nicht alles alleine machen. Und wenn wir uns spezialisieren, dann können wir vielleicht auch unsere Expertise für diesen Bereich gemeinsam nutzen. Und das macht ja viel, viel mehr Sinn. Habe ich gerade einen Gedanken, jetzt ist er aber wieder weg. Das ist so im Alter. Ich bin nämlich schon deutlich älter als ihr, habe ich gerade festgestellt. Also von daher müsst ihr mir verzeihen. Ich habe hier auch so einen Zettel liegen, da stehen so ein paar Sachen drauf, die ich immer noch mal fragen wollte. Wenn wir jetzt noch mal auf den Arzt eingehen, was muss denn der Arzt heute mitbringen, um guter Unternehmer zu sein, aus eurer Sicht? Vielleicht mal so zwei, drei Schlagworte. Frank, was fällt dir als erstes spontan dazu ein? Also ich finde am allerwichtigsten, dass er eine Persönlichkeit mitbringt. Also ich finde gut, wenn ein Arzt mit Rückgrat das tut, was er macht, dass er das mit Herzblut macht, mit Spaß, mit offenen Augen. Mhm. Und ich glaube, er ist richtig gut beraten, wenn er ein Top-Umfeld hat. Also ich behaupte, dass wenn er einen tollen Berater an seiner Seite hat, dass wenn er einen tollen Partner an seiner Seite hat, also Ehepartner oder aber Lebensabschnittsgefährten oder wie man das dann halt nennt, ich glaube, wenn er einen tollen Steuerberater hat, wenn er einen tollen Rechtsbeistand hat und ein tolles MFA-Team, dann wird er in seiner Kernkompetenz als Arzt, wenn er loslassen kann, eine tolle Tätigkeit ausüben können. Was meinst du, loslassen? Was muss er da machen, möchte ich mal sofort? Also was heißt das aus deiner Sicht, loslassen? Also ich finde, loslassen ist immer so das Schwierigste. Ich vergleiche es jetzt mal mit meinem Weg zum Arzt, den ich wahrscheinlich, wie ihr mitbekommen habt, durch den Fußball sehr, sehr häufig früher hatte. Mhm. Klar kann ich mich zu 6 Orthopäden setzen, ins Wartezimmer, eine Stunde warten und ich bekomme wahrscheinlich 6 verschiedene Meinungen. Mhm. Ich meine, als Unternehmer werde ich mir mit offenen Augen, mit viel Vertrauen ein Top-Umfeld aufbauen. Und mich dann konzentrieren auf meine Sache. Also konzentrieren auf den Patienten. Und das wird der Patient spüren. Wenn ich aber schon mit Bauchschmerzen in die Praxis fahre, weil mein Personal wird nicht geführt, ich habe vielleicht gerade eine Urlaubszeit, ich kriege meine Abrechnung für die kassenärztlichen Vereinigungen mit meinen EBM-Ziffern nicht hin, dann komme ich ja schon mit Bauchschmerzen in die Praxis, dann kann ich kein toller Arzt sein und dann behindert mich dieser ganze BWL-Bereich. Mhm. Ich glaube, ein Arzt ist heute ein Top-Unternehmer, wenn er sich ein super Umfeld sucht, mhm. in seinem Bereich, regional und auch per Fachgebiet. Mhm. Wichtig ist, da gibt es ganz, ganz viele tolle Spieler, die auch zusammenarbeiten, um dann wirklich zu sagen, ich leite meine Praxis, trotzdem bin ich in allen wichtigen Entscheidungen immer der, der den Hut auf hat. Mhm. Aber ich brauche halt Kommunikation. Ich glaube, dieses Köcheln jahrelang in seinem eigenen Suppe wird keinen erfolgreichen Arzt heute mehr ausmachen. Mhm. Also ist das mehr das Thema, oder ist das das Thema, der Arzt muss nicht im Unternehmen arbeiten, sondern auch am Unternehmen arbeiten, ne? Und dann eben sich Kooperationspartner holen. Peter, aus deiner Sicht, was muss ein Arzt mitbringen, um Unternehmer zu sein? Eine sehr gesunde Selbstreflexion, mhm. also tatsächlich seine Stärken kennen, die auch identifizieren und die dann auch ausbauen. Bei den Schwächen, sofern welche da sind, auf jeden Fall Hilfe holen. Er sollte nicht auf seinem Status quo verharren, sondern sollte immer versuchen, wenn es geänderte Rahmenbedingungen mit vorne dabei zu sein, am besten gestalterisch mit dabei zu sein. Das würde für mich einen optimalen Unternehmer ausmachen. Mhm. Eine Sache ist mir vorhin nochmal eingefallen, die habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben, als wir gesprochen haben. Da möchte ich auf jeden Fall mit euch auch nochmal drüber sprechen. Wenn wir wissen, dass es wichtig ist, das Thema Mensch zu Mensch zu begleiten, dass also Arzt-Patienten-Beziehungen, Beziehungen, die wir zum Arzt aufbauen, die Ärzte untereinander haben, ist die eine Sache. Wie seht ihr denn das Thema Veränderungen in Bezug auf das Thema digitale Transformation, Digitalisierung innerhalb der Medizinbranche? Das ist ja ein Thema, was wirklich immer wieder häufiger kommt. Also ob das jetzt Gesundheits-Apps
sind, ob das Thema der wie heißen die Dinger noch, also diese Wearables, die ich am Leib tragen kann, wie muss der Arzt in der Zukunft, also entweder Praxis oder Krankenhaus, mit diesem Thema umgehen? Muss er sich dem stellen und was bedeutet das für den Arzt? Peter? Wer darf? Ja, ich fange an. Ja. Also ich glaube, dass das, ich persönlich glaube, dass das den Gesundheitsmarkt in Deutschland vielleicht ein bisschen langsamer insgesamt sehr stark verändern wird, dass sich die Ärzte eher dahin oder das ganze System eher zu einer Prävention hin weiterentwickelt, dass der Arzt so eine Art Gesundheitsmanager ist und diese Sperren vor, das gilt ja auch für uns Berater, da gibt es ja auch genug Entwicklungen, was die Digitalisierung mit sich bringt, bringt in meinen Augen gar nichts, sondern muss aktiv mitmachen, man muss gucken, wie kann das mein Arbeitsleben erleichtern, wie kann ich meine Stärken in Verbindung mit, meinetwegen, du hast es angesprochen, mit Gesundheits-Apps, mit vielen anderen Dienstleistungen, die angeboten werden, wie kann ich meine Arbeit dahingehend erleichtern? Und da muss man vorne dabei sein. Also zu sagen, ich mache das jetzt noch so 20 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre, so weiter, da wird man sicher zu den Verlierern gehören. Diese Digitalisierung greift natürlich, ich sag mal, brutal in den Arbeitsalltag ein oder wird brutal eingreifen. Und da muss man vorne dabei sein. Das wird die Lösung sein. Man muss eben für sich rausfinden, wo kann ich meine Stärken weiter einsetzen, wo kann ich meinen Arzt dann weiter einsetzen und vor allen Dingen, was fragen die Patienten nach? Das wird ja alles entscheidend sein. Nicht so sehr, wie der Arzt das annimmt, sondern wie sehr nehmen die Patienten das an und wie stelle ich mich als Arzt dann darauf ein, dass ich bei dieser Entwicklung vorne dabei bin. Das wird eine sehr spannende Situation in den nächsten Jahren. Da gilt es aber nicht einfach, die Augen zuzumachen und zu sagen, mir passiert nichts. Das kann auch gut, das kann gut gehen. Wir glauben aber, dass man vorne dabei sein muss, dass man gestalterisch mit dabei sein muss und dass man die ganzen Themen, die da auf einen zukommen, einfach für sich als Unterstützung nutzen sollte. Mhm. Frank? Also ich nehme ja mein absolutes Lieblingsbeispiel von Quelle und Otto-Katalogen aus den 80ern, wo ich mir in der heutigen Zeit, wenn es dunkel wird, meine Weihnachtsgeschenke aussuchen durfte oder kreuzen durfte. Meine Mutter hat hinterher gesagt, ich soll bitte das ankreuzen, was ich nicht will, weil dann wären nicht so viele Kreuze da in diesem Katalog. Und irgendwann kam ja der Bereich des Onlinehandels. Und ich glaube, wenn man sich die Geschichte von Quelle anschaut, die es geschafft hat, die gesagt haben, nein, wir bleiben nur in dem Katalog. Die haben es selbst geschafft, Karstadt mit in die Knie zu zwingen. Mhm. Und Otto, die genau das Gleiche gesagt haben, haben gesagt, wir machen Katalog und Digitalisierung. Mhm. Und die haben ihren Umsatz und ihren Gewinn vervielfacht. Mhm. Und genau so sehe ich das in der Medizin auch. Ich glaube, wir werden für verschiedene Generationen und für verschiedene Typen und regionale Umstände weiterhin das alte System brauchen. Aber wir werden auch die Digitalisierung brauchen, die Schnelligkeit, weil die Maschine oder künstliche Intelligenz wird, glaube ich, den Arzt unterstützen und nicht ersetzen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich das heute mal zunutze macht. Und wenn ich mir, weiß ich nicht, irgendwelche Viren, die irgendwann in Kleinstädten mal rumgegangen sind, wenn man dann montags morgens zum Hausarzt geht und da sitzen 20 Menschen mit diesen Viren in dem Wartezimmer, dann finde ich, kann man das eventuell auch mittlerweile digital lösen durch ein Gespräch, durch einen Service, der Medikamente nach Hause bringt und die Leute können im Bett liegen bleiben, haben aber trotzdem Arzt-Patienten-Kontakt und wissen genau, was die damit zu tun haben. Das ist für mich so ein ganz einfaches Beispiel. Und wenn ich das jetzt wieder adaptiere, also alle Mediziner, egal ob Krankenhaus, egal ob MVZ, egal ob Praxen, müssen dem Otto-Beispiel folgen. Ja, genau. Ich hätte es jetzt mit Neckermann gesagt, weil die gibt es tatsächlich gar nicht mehr, aber du hast absolut recht. Otto hat das gezeigt, dass das funktionieren kann. Ich glaube, dass es ein Prozess wird, das ist so mein Gedanke dazu, dass wir alle mit ins Boot holen müssen, auch Mitarbeiter und Patienten, und dass wir die Sorge nehmen müssen davor, dass das immer nur schlecht ist. Es gibt ja viele, die sagen, ja, wird der Arzt irgendwann überflüssig? Das glaube ich auf gar keinen Fall, dass er überflüssig wird. Ich glaube, viele Dinge können erleichtert werden durch das Thema Digitalisierung. Das wird lange dauern und führe da regelmäßig auch unterschiedliche Gespräche. Ich habe gestern Abend noch mit dem Chefarzt gesprochen, der die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, der sagt, um Gottes Willen, das funktioniert alles gar nicht so. Aber er ist eben auch geprägt über 30 Jahre Krankenhaus. Und da das dauert eine Zeit, bis man da tatsächlich hinkommt, glaube ich, Dinge zu akzeptieren. Aber ich glaube, man darf sich nicht verschließen, da habt ihr absolut recht. Und das, was in der Zukunft da auf uns zukommt, also auch in der Beraterbranche, Beraterlandschaft, da glaube ich auch, da wird sich einiges ändern. In der Bankenlandschaft wird sich ganz viel ändern. Also da müssen wir auf der Hut sein und sollten, und da sollte der Arzt eben auch mitspielen.
Ich möchte ganz zum Schluss, wir haben schon fast 50 Minuten, nochmal auf das Unternehmen Metas kommen. Ihr seid ja sehr spezialisiert. Wir machen übrigens alle Verlinkungen auch in die Shownotes. Also wer sich an euch wenden will, der kann das tun, auch unmittelbar direkt, gern über mich, aber auch gerne auch direkt an euch. Also das ist ja der erste Schritt, dass wir da keine Berührungsängste haben. Also ganz im Gegenteil, wenn das für euch okay ist, würde ich eure E-Mail-Adresse oder die allgemeine E-Mail-Adresse von Metas mit reinbringen. Die Kontaktdaten, Internetseite, ich würde nochmal auf das PIP-Projekt auch hinweisen, weil das hochspannend wirklich ist. Ihr habt ja unterschiedliche Bereiche. Also ihr seid sowohl in der Vermittlung von Praxen tätig, aber das könnt ihr vielleicht einfach mal selber sagen. Peter, willst du zwei Sätze zu Metas sagen? Könnt ihr ja viel besser. Genau, wir haben einen Bereich, ist eben der Finanzdienstleistungsbereich. Dann der Bereich, den Frank und ich hauptsächlich machen, ist die Praxisabgabe, die Praxisübernahme, also Existenzgründung. Dann die Beratung von Krankenhäusern, die Beratung auch teilweise Kommunen, die dazu was wissen möchten, also tatsächlich auch die Projektberatung. Wir haben auch noch ein Sachverständigenbüro, hattest du schon gesagt, was sicherlich als Ergänzung sinnvoll ist. Unser Hauptaugenmerk ist tatsächlich, also von Frank und mir, die Beratung von Arztpraxen, die Beratung von Krankenhäusern, Kommunen, alles, was dazugehört. Und vielleicht nochmal den Schwung, auch bei uns ist natürlich die Frage, welche Spieler sich in unserem Bereich tummeln. Also da gibt es natürlich die großen Plattformen, vor denen jeder irgendwie ein bisschen Sorge hat, also Amazon, Google. Die werden sicherlich auch in unserem Bereich stark Fuß fassen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Das muss man im Auge behalten. Optimalerweise sollte man ruhig mitspielen. Das sind aber Spieler, die auch auf den Gesundheitsmarkt drängen werden, was man eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick verstehen kann. Aber das sind ja genau die Punkte oder die, ich sag mal, Schwachstellen, dass ein Unternehmen von außen, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat, an der Stelle ansetzt, wo es für einen Kunden oder für einen Patienten irgendwie noch hakt. Und wenn die da eine Lösung für finden und der Patient sagt, ja, das ist da einfacher, das ist da schöner für mich, dann wird es eine spannende Angelegenheit. Und wie gesagt, vor diesen Spielern sollte man auf keinen Fall die Augen zumachen, sondern sehr genau beobachten, was sich da tut und wie ich das eben für mich ansetzen kann. Mhm. Frank? Gefühlt alles gesagt. Also wir arbeiten da tatsächlich einzeln und als Team. Wir sind, glaube ich, ich würde mal sagen, wir haben gefühlt beide eine Einzelpraxis, weil wir auch einzeln was entscheiden können. Wir haben aber auch eine Gemeinschaftspraxis und wir haben dazu auch noch ein Krankenhaus. Also wir leben tatsächlich, das Ambulante und Stationäre in jedem Bereich leben zu können. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil manchmal muss man sich von der Seite Hilfe holen. Manchmal braucht man seinen eigenen Kopf auch mal, um was durchzusetzen. Manchmal braucht man die große Gemeinschaft, um das darstellen zu können. Und ich glaube, das, was wir praktisch vorleben, ist nichts anderes als eine moderne Struktur, die wir natürlich in einer kleineren Struktur mit weniger Teilnehmern der Metas schneller umsetzen können, als wenn wir jetzt als Beispiel eine große Bank oder ähnliches haben. Ja. Und das Schöne ist, ihr könnt auch aus Unternehmersicht sprechen und das ist nochmal glaubwürdiger, ne? Wenn man also selber weiß, was man macht und wie man so einen Laden oder wie man ein Unternehmen auch mitentwickeln kann. Super. Jungs, zum Schluss eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Für euch jeder drei Fragen, vier Fragen. Wir fangen jetzt immer beim Peter an, damit ich das nicht sagen muss. Ja. Und ganz kurze Frage, kurze Antwort. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ich glaube, sehr stark Prävention und sehr stark in die Richtung, dass die Ärzte dem Teil des Gesundheitsmanagers einnehmen. Mhm. Ich glaube, Kooperation zwischen Mensch und Maschine und vor allen Dingen cleveres Zusammenarbeiten in der Region zwischen ambulant und stationären Einrichtungen. Sehr schön. Was bedeutet für euch das Thema Gesundheit? Ja, muss ich sehr, also fast arrogant antworten, dass ich zum Glück bisher von dem Gegenteil stark verschont geblieben bin. Ist natürlich ein wichtiger Fokus. Man merkt das, wenn man eigene Kinder hat, wie wichtig dieses Thema ist, wie man da doch sehr drauf schaut und wie stark man das teilweise selber vernachlässigt, muss immer im Fokus stehen. Da wir in der Beratung auch viel damit zu tun haben, sollte es noch mehr im Fokus stehen, ist sicher ausbaufähig. Mhm. Relativ kurz und schmerzlos, absolute Nummer 1. Wichtigstes Thema für jeden einzelnen Menschen. Eine Sache, die jetzt kommt, die haben wir gerade im Grunde schon besprochen, aber trotzdem könnt ihr das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Welche Eigenschaften sollte aus eurer Sicht ein Unternehmer haben?
Eigenmotivation, sich hinterfragen, stärken, identifizieren, gestalterisch tätig sein. Offen sein mit einem absoluten Top-Umfeld. Das war kurz und knapp, sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, der euch in der letzten Zeit besonders erreicht, mitgerissen oder motiviert hat, den ihr empfehlt, das ihr empfehlen könntet? Ich habe die Biografie von Steve Jobs gelesen, ist sehr fesselnd. Ich teile da bei weitem nicht alles, was da so als Folge rauskommt. Er hat mich aber unglaublich gefesselt und ist mal ein sehr interessanter Einblick in wahrscheinlich einen jemanden, der so schnell nicht wieder auf dieser Welt sein wird. Ja. Ja, das war die einzige Frage, was du mir im Vorfeld geschickt hast, wo ich mich vorbereitet habe. Und absolut seit meiner Kindheit was begeistert mich. Was hättest du sonst gesagt? Du hast Hani und Nani gelesen oder Pitche Puck oder was hättest du sonst gesagt? Pitche Puck kannte ich sogar, also viele Bücher. Ich finde überragend Braveheart mit William Wallace, der einfach zeigt, was man mit Wille, Herz und Leidenschaft erreichen kann. Und der zweite Teil, ich habe tatsächlich noch einen, das ist Vico von Bülow alias Loriot und mein Lieblingsfreund Herr Lohse, weil das Wichtigste ist, dass man den ganzen Tag auch mal über sich selbst lachen darf. In jeder einzelnen Situation, und das ist tatsächlich auch ein bisschen mein Lebensmotto. Also ich habe auch einen Herrn Lohse zu Hause. Ja. Also das müsst ihr aufklären, wer ist das? Ist es ein Hund? Ja, Herr Lohse ist mein Vater, so, der dann auch irgendwann in Rente gegangen ist. Entschuldigung, ja. Und es ist tatsächlich so, manchmal sieht man sich selbst schon in Situationen, wo man selbst Herr Lohse wird. Und ich glaube, dieses Beobachten der täglichen Situation, auch letzte Woche Freitag hat mich ein Kinofilm von Christoph Maria Herbst, der Vorname, mal wieder mitgenommen, welche rasanten Entwicklungen mal ein Scherz mit sich bringen kann in positive wie negative Entwicklungen, ist halt tatsächlich das tägliche Leben und darüber gilt es auch einfach mal zu lachen. Ja, sehr schön. Habe ich auch gesehen letzte Woche mit meiner Frau. Ganz, ganz herrlicher Film. Ja, kann ich nur zustimmen. Die letzte Frage, wen würdet ihr uns hier als weiteren Interview- oder Podcast-Gast empfehlen? Gern aus dem Bereich der Medizin. Aber auch muss auch nicht sein. Ja, wir haben einen sehr interessanten Arzt kennengelernt, der Stefan Spiel aus der Nähe von Olpe. Mhm. Und, wahnsinnig kreativer Geist, den man tatsächlich mal interviewen soll. Okay. Den würde ich dir sehr ans Herz legen. Ja. Also ich habe zwei. Okay, ja. Nö. Wir haben uns tatsächlich nicht abgestimmt. Ich habe zwei Leute, die ich natürlich immer meist aus der jüngeren Vergangenheit, das ist ja ganz normal, weil die halt immer noch präsent sind. Das ist einmal der Professor Schaller, dermatologischer Chefarzt in einer Klinik in Duisburg. Mhm. Den ich als wahnsinnig spannenden Gesprächspartner über die Medizin kennengelernt habe und dauerhaft auch Kontakt habe. Mhm. Und der andere ist der Geschäftsführer der Kinderklinik in Datteln, der Herr Wachtel, mit dem ich mich auch vor 3 Wochen getroffen habe, um, ich sag mal, über die Zukunft zu sprechen, speziell auch über Kinderversorgung. Und was der mir in diesen 2,5 Stunden beim Abendessen so mit auf den Weg gegeben hat, so viel Denkanstöße hatte ich die letzten 10 Jahre nicht. Schön, das sind 3 tolle Hinweise und Tipps. Also ich wäre euch sehr dankbar, wenn wir da noch mal ein paar mehr Informationen zu bekommen können und ich die einfach mal ansprechen könnte. Gerade weil es ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Bereichen sind. Vielen, vielen Dank. Ja, das war's auch schon für uns. Ich danke euch herzlich für eure Zeit. Ich fand es ein sehr spannendes Interview. Toll, dass wir das mal gemacht haben. Wir haben es ja schon einmal verschieben müssen, aber super, dass das geklappt hat jetzt. Und ich glaube, dieses Thema Kooperation miteinander und für eine gemeinsame Sache, also für das Thema Gesundheit, Medizin zu arbeiten, macht eine Menge Spaß. Und ich freue mich auch darauf, was da jetzt noch kommen wird, auch mit euch. Also danke nochmal. Und für alle Zuhörer und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich habe immer eine Bitte zum Schluss. Wir brauchen einfach Bewertungen bei iTunes und YouTube, damit wir sehen können, was wir hier, ob wir das gut machen oder nicht. Schreiben Sie wirklich alles rein. Also das nochmal der sogenannte Call to Action zum Schluss. Also greifen Sie an, schreiben Sie ein paar Bewertungen. Ich freue mich natürlich über jede gute Bewertung. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleiben Sie unternehmerisch. Für euch beide alles Gute nach Essen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss.